eine weitere Abteilung, wenn man das so nennen will, oder beim Sport würde man sagen, eine Sparte, ist bei uns in der Zwischenzeit eine feste Einrichtung geworden, das sind die Geuselschneuzer. Wir haben natürlich eine ganz einzigartige Geuselschneuzer-Gruppe, nämlich wir haben unsere Lehrer mit dabei. Auch nicht selbstverständlich, aber beim Trachtenverein Gersthofen läuft viel weg anders wie bei anderen Vereinen. Aber vielleicht ist es auch der Erfolg, was das ausmacht, dass wir einfach mal ein bisschen schräg laufen und nicht alles gerade sein lassen. Und somit haben wir auch unsere Geuselschneizer Gruppe in das Leben gerufen. Deshalb bitte ich einmal unsere Geuselschneizer alle auf die Tische. Jawohl, ihr seht es. So, es gibt ein paar Hinweise an Sie und an euch. Wenn die Geusler bei euch in der Nähe sind, dann heißt es jetzt den Kopf einziehen und aufzupassen, dass die Geusler niemand erwischt. Und ansonsten würde ich sagen, Bühne frei für unsere Geusler. Wir hören von Ihnen den Haushammer und die Nadelpolter. Viel Spaß! Thank you.
Ja, das war so ein Zuckerli am Nachmittag. Unsere Geräuschenschneizer, wir sind ganz stolz darauf, dass wir so eine Gruppe präsentieren können, auch in dieser Stärke. Ein ganz herzliches Dankeschön an die beiden Verantwortlichen unserer Geräuschenschneizer Gruppe, an den Andreas Hammel und an den Stefan Mittermeier, sie trainieren die Gruppe. Herzlichen Dank, genial. Das ist relativ ungefährlich, ja, war. Und dann bin ich. Cross war, muss ein bisschen aufpassen. Und zwar noch einmal an alle der Hinweis: Kopf einziehen, ein bisschen aufpassen, was da passiert. Und schauen, dass man in den äußeren Teil Kontakt hat. Und das Ganze übersetzt ist. Sie wollten, aber wir voll machen. Also, übersetzen wir das, was ich schwäbisch zeigen habe. Ich bin ja auch spannend. Thank you.
bisschen eine besondere Zugabe, und zwar von unserem Richard Meberle. Der hat eine ganz besondere Geusel mitgebracht und wird uns jetzt meisterlich demonstrieren, wie man mit so einer Geusel, mit so einem Gerät umgeht. Richard, auf geht's!